Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und Berlin und so weiter. Und dies ist mein Videoblog. Ja, wir haben heute eine Nachricht von Naftafkula und es geht um das Thema, eigentlich darf ich die Beziehung haben, die ich haben möchte. Gut, jetzt habe ich die Frage schon ziemlich tendenziös gestellt, aber ja, lesen wir einfach mal vor. Lieber Christian, ich suchte immer mal wieder deine Videos. Danke für deine Arbeit und Klarheit. Ich hatte bisher eine 7-jährige Beziehung zu jemandem, der mich belogen, betrogen hat und mir dann einen Heiratsantrag machte. Direkt nachdem ich gesagt habe, jetzt gerade, wo du mich so häufig anschreist und gemein bist, möchte ich nicht heiraten, dann würde ich das gern vorher klären. Gut, dann ist die Beziehung scheinbar auseinandergegangen. Danach hatte ich eine kurze Beziehung zu jemandem, der für mich sehr gruselig war, total übergriffig. Heiratsantrag nach ein paar Wochen. Wow. Grenzen missachtet. Diese Beziehung habe ich schnell beendet. Dazu hatte ich zu viel gelernt. Nun habe ich eine Beziehung zu einem Introvertierten, der es mir angetan hat, weil wir uns so ähnlich vom Wesen her sind. Emotional, tiefgründig, selber Humor. Er ist nur extrem introvertiert, während ich mich als Ambivertierte bezeichnen würde, was auch immer das ist, Richtung HSP, ich glaube, das soll hochsensibel heißen, vermute ich mal, extrovertiert. Sorry. Nach all diesen Erfahrungen weiß ich, dass ich Angst vor Liebe habe. Ja, du hast keine Angst vor Liebe, hat niemand Angst, du hast Angst vor diesen Verstrickungen, die Beziehungen in deinem Leben bedeutet haben. Ja, vielleicht mache ich auch nochmal wieder drüber. Aus meiner Sicht gibt es immer so verschiedene Ebenen. Es gibt halt so diese, sagen wir mal, spirituelle Ebene, wo wir sozusagen alle aus der gleichen Quelle kommen und ja, auf der Ebene können wir jeden Menschen lieben, jedes Tier lieben, überhaupt alles lieben und nur wir haben eben auch diese Verwicklung mit aktuellen Menschen, mit Menschen, die es früher in unserem Leben waren, die eben auf so einer emotionalen, gedanklichen oder teilweise auch körperlichen Ebene sind. Und das verwechseln wir halt häufig mit Liebe. Und auf der anderen Seite, wenn eine Beziehung diese höhere Ebene nicht hat, dann wird sie schnell fad und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Aber was einen so triggert, sind immer diese Ebenen darunter. So. Und nur so jemand sehr Vorsichtiges, überhaupt an mich herankommt. Ich liebe ihn sehr, schätze Zweisamkeit, auch wenn sie sehr selten ist. Das hat mehrere Gründe. Ich bin alleinerziehend und arbeite viel. Er arbeitet noch mehr und seine Zeit für sich alleine ist sowieso auch rar. Boah, hört sich nach einem guten Match an. Sag ja mal, das Match ist entscheidend. Dieser ganze Sache mit, wenn dich nur genug selbst liebst, kannst du jeden heiraten, ist meiner Ansicht nach nicht korrekt. Ich verstehe, was damit gemeint ist, so grundsätzlich, aber meiner Ansicht nach ist es nicht egal, wenn man heiratet, sondern man sollte, also heiraten muss man ja sowieso nicht, aber man sollte mit jemand zusammen sein. Ja. Der einfach ähnliche Interessen hat und Ziele hat und wo die Bindungsmuster vor allen Dingen übereinstimmen, so, ne? So. Das heißt insgesamt, wir brauchen Zeit für uns zu zweit und haben von beiden sehr wenig. Für mich ist das so in Ordnung. Ich sehne mich manchmal nach einer Umarmung mehr, aber mehr fehlt mir nicht. Bedürfnisse haben Platz, aber ich muss erst lernen, dass ich sie äußere. Wenn ich das tue, erfüllt er sie direkt, wenn es geht und wir sprechen darüber. Perfekt. Jetzt meine Frage. Ein paar Menschen aus meinem Umfeld behaupten, dass das mein altes Muster sei und ich mehr wert wäre als eine halbe Beziehung, in der mich einer nicht rund um die Uhr sehen will. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für kompletter Quatsch? Ist ja komisch, dass ich denke gerade so wahrscheinlich regen sich Leute über was anderes auf. Ich kenne jetzt deine Freundin, ich kenne dich nicht, aber vielleicht regen sich ja darüber auf, dass du für dich ein Problem gelöst hast, was sie noch nicht gelöst haben und dann wird man komisch für seine Freunde. Ich muss auch mal unbedingt mal einen Kurs machen zu Freunden, ey, das ist ja so ein Thema. Aber wie kann man jemanden von einer Beziehung abraten, wo der einfach sagt, ey, es tut mir total gut und du beschwerst dich nicht drüber, du sagst nicht, es ist toxisch oder irgendwie sowas und
was für ein Recht sagen deine Freunde sowas? Pff, kann ich, finde ich. Aber gut, man kann die Welt einfach nicht ernst nehmen, ist einfach nur sein eigenes Ding machen. Also würde ich sagen, ja, sorry, ich, also beziehungsweise kann man auch mal sagen, ey, was seid ihr für Freunde? Ey, also ich fühle mich hier wohl und was, warum wollt ihr mir jetzt irgendwas, in dem ich mich wohlfühle nach Horrorbeziehungen vorher? Warum wollt ihr mir das madig machen? Vielleicht, weil sie selber Horrorbeziehungen haben? Ich weiß es nicht, ne? Ich würde mich unter Wert verkaufen. Ich bin schon attraktiv und stark, habe meine Ziele und mache etwas aus mir und meinem Leben. Ja. Und das ist auch schon wieder so. Ja, du bist jetzt attraktiv und deswegen muss ein Mann all over your ass sein, irgendwie so die ganze Zeit oder was? Was Frauen überhaupt nicht mögen. Gerade attraktive Frauen wollen keinen Mann haben, der sie die ganze Zeit auf dem Podest stellt, sondern der wollen einen Mann haben, der damit cool ist, ne? Der ein bisschen laid back ist, der sein Ding macht, der seine Mission hat und so, ne? Also das ist ein altertümliches, falsches Verständnis von Beziehungen, meiner Meinung nach, ne? Kann das sein, dass das stimmt? Haben alle recht damit? Nee. Aber ich denke, dass es nicht die Erfüllung ist, eine Beziehung zu haben, in der man heiratet und sich dauernd sieht. Nee, das ist ein Modell, was durch die, man glaubt, jetzt kann man noch nicht mal sagen, dass das geschichtlich jetzt propagiert wird, sondern das wird eigentlich in den Medien propagiert, irgendwie seitdem es Fernsehen gibt. Weiß nicht, früher, vielleicht waren die Leute früher lange in der Ehe, aber wird auch reichlich fremdgegangen worden sein und Nebenbeziehungen und ich weiß nicht was. Also, nee, also du führst eine ehrliche Beziehung und ist auch so, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, also aber manchmal ist es auch bei Menschen so, dass die, je älter sie werden, umso mehr brauchen sie Zeit für sich, du bist auch in einer bestimmten Lebenssituation. Ich höre das oft von Frauen, die Kinder großziehen, dass sie sagen, ja, ich hatte auch neulich schon mal eine E-Mail, wo die Frau gesagt hat, so ganz ehrlich, zweimal die Woche sehen, ein bisschen SEX, ein bisschen Netflixen reicht mir, ist total in Ordnung. Es geht darum, Richtung 5D-Beziehung geht es darum, um Leichtigkeit auf eine gute Art und ja, dass man das lebt, was man gerne leben möchte und nicht, weil die Freunde es gut finden oder die Gesellschaft es gut findet, sondern weil man es selber es gut findet. Ne? Du musst dich ja für nichts rechtfertigen. Ne? Für mich sind die Stunden, die wir haben, die Erfüllung. Wir sind so in der Art seit fast einem Jahr zusammen. Mal denkt er sich einen Ausflug aus, mal hören wir gemeinsam Musik, essen, gucken, essen, Filme gucken, reden, schweigen, was eben gut tut. Ja, hör selten sowas Schönes über Beziehungen hier in den Mails, die ich bekomme. Also er datet dich auch und ist überraschend und ihr beide tragt dazu bei. Was will man mehr, ne? Also ich weiß nicht, wo deine Freunde da einhaken, ist mir schleierhaft, ja. Wie kann ich herausfinden, ob ich mich verrenne? Ey, hör mal zu, hör auf deine Freunde zu hören da. Wenn du das Gefühl hast, die tut die Beziehung gut und ich meine jetzt gut tun, nicht auf so eine dopamin-toxische Weise, dass man nicht essen, nicht schlafen, nicht arbeiten kann, sondern es tut dir wirklich gut, ne? Es erfüllt dich spirituell, emotional, gedanklich und körperlich. Also, wie viel mehr Bestätigung willst du denn haben? Also, ich meine, letzten Endes, können wir, was uns gut tut, können wir am Ende des Tages nur selber sagen, ne? Spiegelt er mir mein eigenes, eigentlich mag ich mich nicht so sehr, oder spiegelt er nicht meinen eigenen Charakter, den ich in Wahrheit richtig mag? Ja, ich würde sagen, du hast dich, deswegen habe ich auch eben mal diese Seitenroute genommen, durchgearbeitet, scheinbar durch emotionale, gedankliche Themen und bist jetzt dazu gekommen, dass du eigentlich ganz was anderes willst, als du vorher gedacht hattest, und das ist der Prozess, ne, wo du die Beziehung lebst, die du wirklich willst und nicht nur die du denkst, die du leben solltest. Jetzt kommen aber deine Freunde, jetzt hast du, das ist genau, was ich immer wieder sage, jetzt hast du irgendwo deine Frequenz gewechselt, das ist auch jetzt kein besser oder schlechter, aber dass für dich eine Entwicklung passiert und du hast deine Frequenz gewechselt und deine Freunde verstehen dich nicht mehr. Ja? Und wäre schön, wenn dann die Freunde einfach sagen würden, verstehen dich nicht mehr, was schon schwierig genug ist. Jetzt reden sie dir ein, dass du irgendwie in einer toxischen Beziehung bist. Das ist, hast irgendwann muss man mal wieder den Weg zurückfinden. Okay, man hat sich an sich gearbeitet, man hat Beziehungstypen verstanden, die einem nicht gut tun. Da muss man irgendwann auch mal wieder die Kirche im Dorf lassen und sagen, so, jetzt
habe ich mich genug analysiert, jetzt wird mal wieder gelebt, ne? Bis dann wieder was Neues kommt. Ne? Es könnte beides sein. Nee, also für mich hört sich das total gut an. Ne? Wir sind uns wahnsinnig ähnlich vom Wesen und den Bedürfnissen her. Nur, dass ich noch nicht weiß, ob ich mich doch wieder angepasst habe, ohne es zu merken. Naja, wenn du irgendwas machst, was deine Umwelt nicht gut findet, hört sich für mich nicht nach Anpassung an. Und meine, ihr seid ja jetzt auch über die 200-Tage-Grenze schon rüber, ein Jahr zusammen. Und ja, ich will jetzt nicht ausschließen, dass mal irgendwann irgendein Thema wieder vorlugt, aber dann genießt du auch die Zeit bis dahin. Also lass dich doch nicht verrückt machen, ne? Ich würde mich sehr über eine Einschätzung oder einen Tipp, wie ich das da rausfinden kann, sehr freuen. Also, da gibt's nichts herauszufinden. Wenn du dich gut fühlst, fühlst du dich gut. Fertig. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.